Griffith. Hi. Wir sind zurück. Wir sind anwesend. Anwesend. Irgendwo. Also falls ihr heute unfter hört, dann sind das entweder unter uns oder draußen. Ja. Hier feiern Leute eine Party oder bereiten sich darauf vor, eine Party zu feiern. Ja. Und wir hoffen, wir schaffen das noch zu filmen, bevor es losgeht. Ja, weil eigentlich wollten wir am Donnerstag schon filmen, aber da ging es mir scheiße. Dann wollten wir gestern filmen. Am Freitag. Da ging es mir richtig scheiße. Genau. Und heute waren wir so, es ist der perfekte Tag zum Filmen eigentlich. Viel zu warm draußen. Nein, Leute, feiern eine Party. Es ist okay. Menschen dürfen ihr Leben genießen. Ich muss es nur nicht mögen. Ach ja. Letztes Skizzenbuch aus 2022. Es ist nach wie vor immer noch das Royal Talents Art Creation. Korrekt. In Arfün. Korrekt. Geh wieder auf. Let's go! Let's go! Das habe ich mit dem Umzug angefangen. Und beendet am letzten Tag des Jahres. Ja, also an sich ist es ja kein leicht langer Zeitraum, ich weiß, aber ich habe so lange für dieses Buch gebraucht, weil ich so gut wie nicht gezeichnet habe in der Zeit. Mehr dazu, während wir dieses Buch durchblättern. Ja. Ja. Weil hier, ich will schon, wir sind mitten im Umzug gewesen, es war wow. Die Hölle. Umzüge sind die Hölle. Das haben wir ja beim letzten Video schon mal erzählt. Mhm. Aber man muss nochmal sagen, Umzüge nehmen mich halt an sich auch von der Psyche her noch sehr mit. Das ist auch, als wir aus Hannover weggezogen sind und alles. Nach jedem Umzug ging es mir eine Zeit lang immer so schiete, dass ich halt nicht gezeichnet habe und alles. Das, ja. Und das war auch noch, bevor ich meine guten Tabletten gekriegt habe und meine Tropfen. Also, wo wir das angefangen haben. Ich sage ja, ich arbeite, es hat sich wieder ein Stück verändert zum Neuen hin, wie ich Cartoon zeichne. Ne? Arbeite an Two Little Artists in One Trenchcoat. Ja. Ach ja. Ja! Das ist zu meiner Frau. I see Dragon Age, I don't care for more. I'm sorry. Es ist okay. Ich mag auch Cartoon. Ja. Ja, es ist halt so schlechte Witze Town. Das machen wir gerne. Ich hoffe, die. Mirror, Annie. Annie ist sehr niedlich hier auch. Danke. Und ich mag den Sticker echt gerne. Ich auch. Es ist auch so der Anfang. Also wenn wir das nächste dann irgendwann filmen in 80 Jahren, wenn die Partys durch sind. Wie viel Prozent Sticker haben Sie in Ihrem Skizzenbuch? Ja. Sie sind halt so fucking klein. Ich meine, das Pferd ist immer noch ein bisschen groß geworden. Aber in Dragon Age, die Pferde sind so unglaublich gigantisch. Und unsere kleine Myrra war so tiny auf diesem Riesenpferd, dass wir auch immer Witze gemacht haben, dass sie halt eigentlich auch nicht auf dem Pferd reiten kann, ohne dass sie sich nicht irgendwie die Gelenke am Becken auskugelt. Sie sieht halt immer aus, als ob sie sich das Becken auskugelt dabei. Ja. Noch mehr Myrra. Ach ja, und ich war so, weil das ist ja auch ein Trope in Fantasy-Literatur. Ne, one horse, also ein Pferd. Ja. Und ich war so nervös darüber, und weil ich das dann mal auf Tumblr geteilt habe, das eine Mal, wo ich ein Bild hochgeladen habe, weil ich Angst hatte, dass die Leute irgendwie, weiß auch nicht. Ich bin ein komischer Mensch. Jetzt war ich. Ja. Lea, mein Baby. Falls wer. Es gehört eigentlich gar nicht so zum Video, aber ich erzähle es nebenbei gleich weiter. Ich möchte auch gerne noch schreiben und all sowas. Falls es wirklich eintritt, dass die Party so laut wird für die Kiddies, dann könnten wir auch schreiben und so mit Kopfhörern auf, jeder für sich. Ja, wir können mal gucken. Ja, was man so machen möchte. Ich lese vielleicht auch Cruel Prince mit. Ja, sie hat jetzt Cruel Prince angefangen zu lesen. Von Holly Black. Ja. Das ist ein ganz schön krasser Unterschied zu dem, was ich vorher gelesen habe. Mit The Coven, ne? Ja, ist auch sehr gut übrigens. Besonders zum Ende hin. Ich glaube, das zweite Buch wird richtig gut. Ja. Ich mochte ja auch jetzt den Anfang schon. Da bin ich erst die Hälfte. Also sie darf noch nicht so viel erzählen, weil ich kenne den Rest noch nicht. Ich muss das noch durchlesen. Ich mag so kleine, dumme Viecher so gerne. Ja, er ist so süß. Dieser Mut. Mhm.
Und hier, das war der eine Samstag, wo wir dann erst in die Stadt rennen mussten, weil wenn du hier das Telefon umwählen musst, musst du in die Innenstadt rein. Und danach haben wir Möbel in die Garage geschleppt für 8 Stunden und gepackt und ich weiß alles. Ich weiß gar nicht, wo ich das Durchhaltevermögen dazu hergenommen habe. Ich verstehe auch nicht mehr, wie ich das geschafft habe, weil in dieser Woche, in der wir von dem Haus in die Butze hier gezogen sind, wir sind so oft in den 2. Stock hochgerannt, nonstop. Immer wieder. Und dann da so voll beladen mit Taschen und so. Also das, obwohl wir sogar eine Umzugsfirma hatten, aber wir wollten halt unsere Kunstsachen selber umziehen. Das nächste Mal dürfen die alles umziehen, bis auf die Buntstifte. Billy. Ja. Ja, Billy. Ich hoffe. Es könnten auch die Edding sein, ne? Also die Lines sind auf jeden Fall der Edding, ja. Aber ich meinte die Farben von den Haaren her. Ich überlege, was das ist. Das ist kein Polychromo. Nee. Es würde also ein Kinderbuntstift wahrscheinlich sein. Ja. Weil ich auch so das helle Kodorieren gemacht habe. Faszinierend. Oh ja, und hier tut es mir immer noch so leid, dass ich den mit den 2 Girlfriends Exploring a Haunted Pet Graveyard noch nicht gezeichnet habe. Ich werde es bestimmt irgendwann noch nachholen, wenn ich wieder in einem größeren Skizzenbuch bin. Bestimmt. Weil ich hatte halt gebeten, hey, gib mir was zu zeichnen. Zeichnen ist schwer. Also haben wir hier zumindest schon mal Bran und Annie, die versuchen ein Pumpkin hübsch zu machen. Pairing Name, Brenny. Ist fein. Also sie haben ihr Bestes gegeben, es war nicht sehr viel. Sie sind beide künstlerisch nicht sehr... Nein. Er kann nur Gedichte schreiben. Ja, also er ist gut im Gedichte schreiben und sie ist gut im Bei-Einschlafen, wenn er sie ihr vorliest. Genau, wobei sie auch nicht versteht, was er von ihr will. Ja, deswegen schläft sie ja auch in der Regel. Das stimmt, aber es funktioniert sehr gut. Ja, ansonsten haben die beiden andere Aktivitäten gemeint. Oh Gott. Jane, don't squeeze it so hard. Guck mal, ich habe jede Wurke, ich will nach Hause nehmen. Sophie, ey. Squeeze. Bis die Augen rauskommen. Ja, kaplüpp. Excuse my language, but that's a lot of rubbish. Mhm. Ah, und hier haben wir erfahren, das hatten wir ja auch erzählt im letzten dass Video. Dass wir keinen Fußboden hatten, als wir eingezogen sind. Ja, und vor allen Dingen, dass wir keine Küche hatten. Ja. Dass wir die Küche, die wir eigentlich übernehmen wollten, müssten sie dann noch rausreißen und so. Ach, das war so geil. Ja. Oh, guck, ich bin gestresst. Es hat geregnet. Ich krieg Halsschmerzen. Das ist auch noch so ein seltsamer Trend, bei dem wir nicht wissen, wo der herkommt. Lebensallergie. Ich bin allergisch aufs Leben, ja. Allergisch auf Stress. Ja. Boah. Und der Prompt war von meiner Frau. Ich bin nicht ganz so happy, weil die Stifte, die ich hatte, haben sich in den weißen Korrekturstift reingefressen. Das ist okay. Mephisto hat bestimmt vorher irgendwelche Eddings nachgefüllt. Das ist eine gute Ausrede, warum seine Finger so sind, wie sie sind. Aber der Prompt war halt Leonie und Mephisto, die sich mit Kuchen füttern. Sie sind beide unsterblich und sie fressen beide für ihr Leben gern Süßigkeiten. Ja. Ach ja, siehst du, ich kann ja auch noch ein bisschen erzählen, weil das ist das erste Mal seit Jahrzehnten gefühlt, dass ich Leonie gezeichnet habe wieder. Und mir gefiel das Gesicht nicht so und so gefällt mir ihr Gesicht in meinem Stil besser. Sie ist sehr hübsch und so. Ja, sie ist sehr hübsch und so. Hast du gut gemacht. Hat meine Frau einen hübschen Charakter gemacht. Und da drüber ist My Trouble Child. Die sind sogar mal aus derselben Story. Ja. Mensch. Ja. Oh ja, und da fing es an mit dem Umzugsstress. Jedes Mal, wenn es geregnet hat, habe ich angefangen, ganz furchtbare Kopfschmerzen zu kriegen. Gott, ich war so... Ich meine, den Kollaps hatten wir dann ja beim Umzug. Speaking of... Ich bin einfach weggeknackt und dann mussten wir unsere Eltern um Hilfe rufen, weil Nupsi hatte sich ja auch noch verhoben am ersten Tag der Umzugswoche. Gott, ich hatte, glaube ich, in meinem Leben noch nie so schlimme Schmerzen. Ich habe gedacht, ich werde ohnmächtig von den Schmerzen, so schlimm war es. Ja, und dann musste ich sie davon abhalten, dass die Olle irgendwas schleppt. Also habe ich dann alles geschleppt und sie hat so die leichten Tüten immer nach oben getragen. Und jedes Mal, wenn sie sich nach was Schwerem bücken wollten, wollte ich dann immer so einen Besen nach ihr werfen, damit sie gefälligst weggeht. Weil sie hat mich dann auch so, ja, mach mal das und das machen. Mach mal das und das.
das mit so unnötigen, dummen Aufgaben. Und ich habe es in der Zeit einfach nicht gecheckt, dass sie mich einfach nur aus dem Weg haben wollte. Ja, sie hat es nicht geschnallt. Ich habe ihr wirklich so Aufgaben für Fünfjährige gegeben. Die können auch nicht sehr viel heben. Oh Schatz, es wäre mir so wichtig, wenn du die Flasche bitte mal auswäschst. Die ist so ekelig an solche Sachen. Falls ihr im Übrigen den Knall gerade gehört habt, das sind unsere Nachbarn, die wir darum gebeten haben, bei Luftballon aufblasen, aufhören, sie platzen zu lassen. Ich habe gerade schon gesagt, ich habe in meinem Leben schon eine Menge Ballons aufgepustet. Aber mir ist noch nie einer dabei explodiert. Noch nie. Ja, vor allen Dingen, wenn das war der vierte. Vor allen Dingen, wenn es dann nach dem ersten Mal passiert ist, weißt du, wie groß du sie aufblasen darfst. Wow, ich werde den Tag wirklich den Rest mit Kopfhörern verbringen. Panikstörung! Ja, wir haben neue Matratzen gekauft. Und ich habe die komische Angewohnheit, Sachen, die sperrig sind, die ich aber noch tragen kann, auf dem Kopf zu tragen. Also habe ich auf meinem Kopf mit den Armen so 15 Kilo Matratzen jeder geschleppt hoch und alles. Es ist so bekloppt, was ich alles trage und wie ich trage. Aber ich habe mich auch gesteigert seit dem Umzug. Am Anfang waren 15 Kilo so das Maximum, was ich im zweiten Stock hochgekriegt habe. Neulich? Naja, neulich. Es ist jetzt ein 2 Monate her oder so schon, da habe ich 30 Kilo auf einmal hochgeschleppt gekriegt. Mit Ikea-Taschen und so. Small child. Ja, a small child oder big child. A big child. Big child. Ja, big baby. Big baby. Ah ja, ich habe meine Mama, weil hier sind wir jetzt dann so gut wie umgezogen. Da hatte sie uns dann so Buntstifte mitgebracht. Immer noch ohne Fußboden. Immer noch ohne Fußboden. Weil ich weiß noch, wie wir damit auf dem Teppich saßen mit den Buntstiften auf dieser Matratze auf dem Fußboden als Sofaersatz. Ja, weil wir haben uns dann noch zum Umzug, haben wir uns noch so einen flauschigen Teppich gekauft. Den haben wir auch behalten. Der liegt jetzt als Teppich auf dem Teppich vorm Sofa, weil er ist so schön flauschig an den Füßen. Ja. Und den haben wir dann auf einen nackten Estrich gelegt, nachdem wir da einmal drüber gefegt haben. Und dann haben wir da drauf unsere Sofainsel aufgebaut. Also es war halt wie Camping. Nur Scheiße. Ja. Weil überall war der Staub. Oh. Ein bisschen Staub. Ein bisschen Staub. Ja. Buntstifte von meiner Mutter. Die habe ich damit auch angemalt. Ja. Da bin ich mal wieder auf das gestoßen, wie ich früher gezeichnet habe. Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich diese Nasen früher hingekriegt habe, dass die okay aussahen. Sie sahen schon immer ein bisschen aus wie Tiernasen. Aber ich mochte den Stil halt an sich eigentlich. In der Zeit. In der Zeit, aber ich weiß auch nicht mehr, wie ich das replizieren sollte, ohne dass es du, ganz funky aussieht. Es geht mir auch oft so, dass ich so Sachen sehe, die ich früher gemacht habe und denke so, ja, ist nice. Mhm. Versuche ich es nochmal. Habe ich verlernt, geht nicht mehr. Seltsam, ne? Gehirn hat sich neu verkabelt oder so. Ja. Hier nochmal Shoutout zu unseren alten Nachbarn, die uns geholfen haben, die letzten richtig schweren Möbel aus dem Haus rauszutragen und die Lampen abzudübeln und alles. Die OGs. Außer Decke. Die OGs. Oh Mann, ey, die waren echt super. Ja, die haben auch einiges sich geholt von unseren Sachen, die wir sonst hätten wegschmeißen müssen, weil die waren so, oh geil, für Garten nehmen wir mit hier, dann kann ja, das, war das so cool. Kleine, gerade mal ein bisschen älter als einem Jahr Mädchen, kann dann die alte Gartenliege haben und Mami hat eine eigene neue, während die Kleine auf der anderen rumspringt, bis sie umfällt. Ja, das war super. Ja, das war echt. Wir haben schön. Sie dann halt in Möbeln bezahlt für ihre Hilfe. Ja, so rede ich mir das schön. Ja, aber ganz ehrlich, wir hätten auch die Möbel nicht mitnehmen können. Das bisschen an Möbel, was wir mitgenommen haben, hat ja gerade mal reingepasst, weil wir mussten dann ja, weil wir so keinen Fußboden hatten, war unser Keller voll. Du konntest nicht mehr durchgehen, einfach voll. Voll, und den Rest hatten wir hier oben in Plastikkisten und dann mussten wir jedes Mal, wenn sie dann kamen, um den Fußboden zu machen, die sind zweimal gekommen, haben je 2 Räume gemacht, einmal das Wohnzimmer und den Flur zusammen und einmal hier das Arbeitszimmer und unser Schlafzimmer. Und jedes Mal, im Flur konntest du ja nichts lagern, weil da mussten immer diese langen Teppichrollen rein. Das heißt, wir mussten dann alles, soweit es geht, in einen Raum reinquetschen. Deswegen hatten wir halt keine Schreibtische, gar nichts. Wir hatten nur diese 3-4 Schränke, die wir mitgenommen haben. Und haben da halt alles dann ins Wohnzimmer gestapelt, bis unter die Decke aus Plastikkisten und Pappboxen und tralala. Und wenn du irgendwas gesucht hast, keine Chance. Oh, das war was. Ich suche immer noch einige Sachen. Ja, naja, wir wollen ja heute auch noch mal einen Keller. Vielleicht finden wir noch mal was. Ich habe zwar alle schon 8-mal im Keller umgeräumt und in andere Plastikkisten umgeräumt, aus Pappkisten, damit nichts schimmeln kann. Wow. Ja, so viel dazu. Ein Abenteuer. Ein Abenteuer, ja. Ich muss erst mal gucken, was steht da? Was Experiment. Experiment. Das T.
Ist halt weggelaufen, ne? Plupp, ist dabei. Ja. Ist ja, ich habe keine Ahnung mehr, wie ich das mit den Näschen gemacht habe früher. Bedauerlich. Guck mal, ein Sticker. Mhm. Da kamen sie langsam zum Vorschein. Ja, 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 ganz langsam. Oh ja, und dann habe ich, hier, das hat mir ja auch erzählt, aber das war der Tag, warum ich so glücklich bin. Wir haben eine Waschmaschine, einen Trockner und einen Kühlschrank bekommen. Ja. Das ist der erste Trockner, den ich in meinem, seit ich ausgezogen bin, besitze. Ist so Gold wert. Wir hatten vorher nie einen Trockner, aber... Sie meint im Übrigen ausgezogen aus dem Elternheim. Ja, aus dem Elternhaus, ja. Seit ich mit 18 ausgezogen bin. Meine Mama hat einen Trockner, aber den hat sie nie benutzt, so wirklich. Und seitdem kenne ich die Vorzüge von trockener, getrockneten Handtüchern, seit wir einen haben. Ja, die sind so schön flauschig. Ich hatte da sowas noch nie vorher. Meine Mutter hängt die immer draußen auf. Ja. Und dann sie die knüppelhaft. Ja, und ich dachte, Handtücher sind halt irgendwann so. Nee. Nee. Es ist, der Trockner prügelt sie weich. Es ist halt auch so schön, einfach mein Kissen waschen zu können und das mit Trocknerbällen einfach in den Trockner zu werfen. Das ist so ein Luxus. Oh. Vor allen Dingen, die neuen Trockner sind ja diese Wärmepumpentrockner. Da haben wir haben uns mal schlau gemacht und durchgerechnet. So ein Trocknergang kostet selbst mit den hohen Strompreisen, bevor die Strompreisbremse kam, 1 Euro der Durchgang. Da bin ich im, wenn wir jetzt noch ein Waschcenter hätten, wo ich dann meine Decke hinbringen würde zum Trockentrocknen. Ja. Auf Plus. Da haben wir mehr zahlen müssen. Da hätten wir mehr zahlen müssen, ja, als den jetzt hier zu haben. Also das beste Investition ever. Ja. Und der Kühlschrank natürlich. Wir hatten erstens noch nie so einen großen Kühlschrank. Das ist korrekt. Und der ist noch nicht mal jetzt so ein mega Ami-Kühlschrank. Nein. Das ist nur so ein Turm, aber der ist. Wir hatten oben noch nie so viele Fächer untereinander und darunter sind 2 ganze Schubladen für einen Gefrierschrank. Also ist so eine Kombi. Ja, also nicht so dieses mega zweitürige Öffending, aber es ist für uns halt gigantisch. Für uns riesengroß. Wir haben jede Menge Salat da im Moment drin. Wie geil ist das denn? Und wie viel Gemüse man einfrieren kann einfach. Ist so geil. Du kannst immer frisches Gemüse haben. Wann sind wir alt geworden? Auf jeden Fall, was ich auch noch sagen wollte, und was halt schön ist, davor hatten wir, bis wir den hatten, also ich bin halt froh, dass er so schnell kam, mit dem 6. und so kam, aber wir mussten halt am 28. Jahr unsere Küche schon rausreißen lassen, vom Vormonat her, ohne Kühlschrank. Wir haben uns nämlich eine Camping-Kühlbox gekauft, ohne Strom. Das war wie Camping, Scheiße. Nur Scheiße. Und wir hatten dann da immer so Kühlakkus drin, weil wir hatten nämlich noch unseren Mini-Gefrierwürfel, also so einen Mini-Gefrierschrank in Würfelform. Genau. Den war schon seit... Ewigkeiten haben. Seit 2012, glaube ich. Ja, der ist über 10 Jahre haben wir den. Der ist auch trusty. Da passt eine Tiefkühlpizza reingefüllt. Ja, aber der hat halt die Kühlakkus gehabt. Mhm. Und dann konnten wir da eine Packung Milch zwischen diese Kühlakkus stümpeln. Und dann konnte ich auch was essen, weil damals ging es mir mit dem Essen ja noch beschissener. Ja. Ohne Kühlschrank. Also wir wissen gar nicht, wie gut wir es haben. Ja. Es ist einfach... Ich weiß auch gar nicht, wie ich die 12 Jahre in Hannover ohne Kühlschrank so richtig überlebt habe. Weil meistens war der Kühlschrank, der hatte so ein Gefrierfach oben, ein offenes drin, aber einfach der ganze Kühlschrank zugefroren. Ja. Und der hat auch... Also der war oben, ist er zugefroren und unten hat er nicht wirklich gekühlt. Nee. Da ist dir, wenn du Pech hattest, die Milch im Sommer einfach dann schlecht geworden in diesem Scheiß. Ja, da ist dann die Milch da zu Käse drin geworden. Die hat sich selbst fermentiert. Ja. Ja, also der Kühlschrank war übel. Ja, der war ja aber auch vom Vormieter. Ja. Und das 12 Jahre plus damals schon alter Kühlschrank. Okay, genug zu Haushaltsgegenständen, außer ich finde auf der nächsten Seite was Neues zum Erzählen. Nein, das ist mein, der hier. Ich hatte Angst, weil am nächste Seite, erster Tag, erster Besuch, Psychiater. Meine Güte, Wörter sind nichts meins. Ich sollte aufhören, vielleicht zu versuchen, da drunter zu lesen. Oh ja, und ich habe die Lego-Sukkulenten aufgebaut. Hm. Und jedes Mal, wenn ich Lego aufbaue, ist meine Frau hinter mir auf der Matratze weggeratzt wie sonst was. Bei Blumenstrauß habe ich geschlafen. Ja, ich glaube, bei den Sukkulenten bist du zwischendurch auch kurz eingeknackt. Aber beim Blumenstrauß... Das Klackern ist so beruhigend. Aber beim Lego-Blumenstrauß, als ich den gemacht habe, da habe ich auch noch sneaky Fotos gemacht und an die Verwandtschaft abgeschickt. Guck mal, ich bin so müde. Mit meinem quetschigen Schlafgesicht. Ja, es war so niedlich. Billy. Nein, der Fuß ist nicht falsch rum. Das ist das andere Bein. Danke. Du hast recht.
Das ist bei ihr genauso wie mit rechte, linke Hand. Da braucht sie dann auch eine Weile zum Überlegen bei Dragon Age, als sie diesen Handabdruck gesehen hat, war sie, ja, das ist die rechte Hand. Aber komm, ich kann ja mich auch bloßstellen. Meine Mama war früher immer zu mir. Sechste Luftballon. Kind, dein links ist dort, wo du das Muttermal auf der Hand hast. Hat nicht so gut funktioniert, Mutter. Es ist auf beiden eins. Auch noch beiden relativ mittig. Das andere hatte ich damals noch nicht. Bist nachgekommen. Wow. Mhm. Und dann meinte sie, da wo du links unterm Fuß eins hast. Aber das zeige ich jetzt nicht. Aber auch unter beiden Füßen in der Mitte ein Muttermal. Ah. Tag 2. Ach ja, hier. Es tut mir so leid. Diese Tour ist halt einfach nur furchtbar viel Geschnackel über Unsinn. Das, wo ich da war. Und ich so, ja, der ist da in dem drin. Und da war mir der Unterschied zwischen Psychiater und Psychologe in meinem absoluten müden Hirn entgangen. Und dann bin ich erstmal im Haus davor, wo der war, weil gleiche Adresse. Aber ich bin im falschen Haus, erstmal bis in den vierten Stock ohne Aufzug in so einem Altbau mit so einer Riesentreppe hochgerannt. Und dann ist so, warum ist hier dunkel? Warum ist hier keiner? Voll aus der Puste. Ja, okay, setz dich halt ein bisschen hin. Ja, ja, ist schon okay. Wird schon noch einer kommen. Und dann so 10 Minuten vorm Termin, weil ich Angststörung, ich bin gerne eine halbe Stunde zu früh. Und dann ich so, warum ist hier immer noch keiner? Gehst mal klingeln. Klingelt, immer noch dunkel. So, fuck, warum ist hier keiner? Bist du hier wirklich falsch? Aber wo musst du hin? Und dann habe ich mit Google rausgefunden, dass ich im falschen Gebäude war und bin dann die Treppe runtergerannt, fast noch auf die Fresse geflogen, schweißüberströmt beim Psychiater angestanden. Ah, ich bin noch pünktlich. Ich habe einen guten ersten Eindruck hinterlassen. Die waren so, ja, die braucht Hilfe. Ja, da habe ich mit den Tabletten angefangen. Am ersten Tag habe ich nicht gezeichnet, weil der Aussage nach meiner Frau, ich kann mich an diesen Tag nicht mehr viel erinnern, ich war wie so ein Zombie. Ja. Ich bin einfach in Slow Motion durch die Gegend gekrochen. Ja, das war lustig. Aber danach war ich nur noch müde. Und vor allen Dingen immer, wenn man die Dosis erhöht bei Sertralin, kriege ich halt den Muskelkater des Jahrhunderts. Gliederschmerzen, ja. Oh, alte Scheiße. Aber das ist immer noch besser als andere Nebenwirkungen. Ja. Ja. A friend. Ja. Ich mag auch sie hier, die ich gezeichnet habe. Ich mag halt auch das Shading hier bei ihr. Mhm. Bin ich persönlich impressed, dass ich das gemacht habe. Mhm. Ja, wer tut wie I feel like a trash couple. Hier ist halt, dass das auch eingesetzt ist. Nicht nur wegen der Nebenwirkung von den Medikamenten, sondern so die Nacheffekte vom Umzug und alles. Das Zeichnen halt anfing schwer zu werden. Also genau das kenne ich halt von den anderen Umzügen. Man muss es nur erstmal wieder erkennen. Die sind scheiße. Wow. Muss ich mal sagen. Also den Gelstift in Silbergold und Weiß kann ich nicht empfehlen. Silber und Gold gehen gerade noch so, Weiß ist furchtbar. Was auch immer mein Problem nach wie vor mit diesem Stil geswappe ist und so, dass ich das einfach nicht akzeptieren kann, dass ich das tue. Ich sage es jedes Mal wieder, also auch für euch, wenn ihr gerne mehr als einem Stil zeichnet oder wenn ihr gerne realistische Landschaften malt und kleine Pupstiere da drauf, es ist okay. Ihr könnt tun, was euch Spaß macht. Da gibt es keine Polizei, die um die Ecke kommt. Und wenn doch, habe ich Angst. Ich mag übrigens das Gesicht von dieser Katze unglaublich. Danke. Die guckt so schön doof. Hier sind auch Halloween-Sticker drin, weil es war nämlich Halloween. Das war am 30. Oktober. Mhm. Oh, wie cute. He's a good friend. Und Wu mag ich auch gerne. Wu malt sich immer noch gerne an. Mhm. Wenn Feiertage sind. Auch Ostern. Auch Ostern. Das ist pfeifegal, was für ein Feiertag ist. Welcher Feiertag ist ein guter Excuse, sie anzumalen. Ja. Jeder Feiertag ist ein guter Feiertag, um Tote wieder zu beleben. Ja, dafür gibt es nie die falsche Zeit. Ja. Ja, und da bin ich nach Hannover zum Bösner. Bei Copic sind ja die alten Nachfüller weg. Und es gibt jetzt neue dafür.
Aber unser Bösner hat halt hinten in der einen Ecke ganz lange versteckt gehabt, die so für 25% runter und so weiter. Die alten. Ja. Und ich war auch dieses Jahr nochmal da habe ich, glaube ich, sogar 50% dann nur noch zahlen müssen. Also so nach und nach aufstecken. Oh, guck mal, ich habe dicker reingeklebt. Ja. Aber ich mag auch das Overlay mit den Glitzer drin. Das sind so die zaghaften Anfänge. Darf ich Sticker in Skizzenbüchern benutzen? Oh ja, woran man auch sieht, dass ich ein bisschen durch bin, ist, wenn ich anfange, meine Stifte zu swatchen. Aber andererseits habe ich das, finde ich, sehr ordentlich für Unilinienform mal hier gemacht. Ja, danke. Ich bin sehr neidisch da drauf. Sieht super aus. Nicht wasserfest? Wasserfest. Komischer Sticker, der nicht viel damit was zu tun hat. Was ist mit diesem Sticker los, frage ich mich immer wieder. Ich mich auch. Ich bin mir fast sicher, dass der entweder aus der Wash-Szene irgendwas mitgekriegt hat oder dieses Inflation oder Feeling. Weil das ist ja von so einem Sheet. Ja. Und alle anderen sind normal. Nur er ist irgendwie off. Und darum denke ich so, dieser Zeichner oder Zeichnerin hat wahrscheinlich irgendwie so... Kommt irgendwie aus einer anderen Ecke. Vielleicht ist es so, oh, ich habe zu viel gegessen. Aber trotzdem, Depiction ist genau wie von diesen Leuten von Pixar. Ich war zu oft bei Furry-Zeichnern auf Accounts. Mhm. Genau. Something's off about that guy. ja. Und hier dachte ich auch eine Zeit lang, vielleicht gehen die von Copic, die Multiliner, die man leider nicht in Nachfüllen kaufen kann, dachte ich so, vielleicht gehen die raus und nein. Und ich war so traurig und habe gesehen, okay, die sind nur bei unserem Bösner nämlich mehr. Bei Gersicker kann man sie noch bestellen. Mhm. Also falls ihr sucht, Gersicker. Bösner leider nein. Ja, vor allem, wenn man wahrscheinlich nicht genug verkauft. Ja, denke ich halt auch. Und vor allem, ich brauche nur die Größen 05 und 03, weil 03 ist so dünn bei mir. Soll ich noch kleiner zeichnen? Man kann es ja nicht mehr sehen. Ja, eben. Die Linie. Ja. So, was haben wir noch? Ah ja, Eye-Catchy. Sparkel. Neon. Glitzer. Oh. Ja, hier bin ich auch ein bisschen traurig drüber, über die Edding-Acrylic. Ja, weil da habe ich dann endlich auch die Neon gekriegt, wie sie mir gefallen haben und so, und dann habe ich sie eine Weile nicht benutzt und die haben sich, also kauft sie nicht. Außer ihr braucht sie sofort für ein Projekt komplett auf, diese Acrylic-Stifte von Edding, ja. Weil die haben sich aufgespalten und dann hat die Tinte angefangen zu kleben und du hast das nicht mehr zusammengeschüttelt bekommen. Und die trocknen halt auch ein. Meine Poskas kann ich ein halbes Jahr zur Seite legen, schüttel die, pump da einmal drauf, wie vorher, alles gut, ja. Perfekt. Und die Edding, die schüttelst du, dann hat sich diese komische Kugel da drin festgeklebt. Manchmal ist das gar keine drin. Dann, ja, hatte ich bei den Neon Pink oft. Dann pumpst du, dann kommt erstmal ein Splotch klebriger Farbe raus und dann nichts mehr. Mhm. Das ist halt diese Technik, die da drin ist. Wahrscheinlich ist die nicht so dicht oder irgendwie. Oder das Plastik ist durchlässig, weil das ja nicht schwarz ist wie bei den Poskas, sondern durchsichtig. Ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es bei den Molotow ist. Bei den Molotow, sage ich, die trocknen sind mir, obwohl mit dem weißen Signalweiß Molotow hatte ich auch schon viele Schwierigkeiten. Was auch schade ist, weil die kannst du ja sogar nachfüllen und alles. Und das ist halt... ich habe ja mir die Pastellfarben von Molotow geholt und alles. Und die sind gemischt aus normalen Pigmenten und Weiß. Und die spalten sich auch auf, was ja nicht schlimm ist. Durch Schütteln verbinden die sich wieder. Das Problem ist aber, egal wie ich sie gelagert habe, ob stehen, liegend, mit der Spitze nach unten, die Farbe hat sich immer auch in der Spitze gespalten. Das heißt, du musst erstmal eine ganze Menge durch diese Spitze durchballern, bevor du keinen strichigen Auftrag mehr aus Weiß und der Farbe hast. Mhm. Und das ist halt eine echte Verschwendung, muss ich ehrlich sagen. Deswegen, ja, also ich habe bis jetzt auch noch keinen Acrylstift gefunden, der so lange so gut, gleichbleibend gut funktioniert wie Poska. Ja, weil im Kurzzeittest alle gut, im Langzeittest Schwächeln. Wahrscheinlich haben die Leute, die jetzt hier
mit Molotow-Skateboards bemalen oder Graffiti an Wände machen und so, die haben damit kein Problem. Aber wenn du es halt im Skizzenbuch benutzen möchtest, oder auf einer Leinwand oder so, ist ja. Vor allen Dingen, wenn du es nicht andauernd benutzt. Also wenn, wahrscheinlich sind die Edding auch okay, wenn du sie andauernd benutzt, aber wer von uns benutzt denn ein Zeichenmaterial die ganze Zeit durch? Oder kaum, man ist jetzt ein Graffiti-Artist. Kaum jemand, sag ich ja. Ne? Mhm. So, also von uns Skizzenbuch-Hobbyzeichnern, die wir hier sind. Ja, und das ist halt schade, aber muss halt auch mal gesagt werden. Ja. Es also, waren so schöne, viele schöne Pastellfarben, die halt Posca alle nicht hat. Shoutout to Posca dafür, dass sie ein System haben, was funktioniert. Die Trooper. Aber vielleicht haben sie auch deswegen keine Pastellfarben, weil sie das vielleicht mitgekriegt haben, dass das nicht funktioniert. Obwohl ja die Weißtöne von denen oder die hellen Töne auch funktionieren. Halt. Ja, aber die sind nicht so Pastell. Das stimmt. Die sind auch nicht so deckend. Mhm. Was sehen? Ach so. Upsi. Ich habe in einer Woche nicht gezeichnet. Oh, das sind das normale Set von den Faber-Castell Black Edition und das ist das Pastell-Set. Mhm. Ich muss also überlegen, was ist es? Ich habe es nicht dazu geschrieben. Aber ich habe es an den Neon erkannt. Was haben wir hier? Ja, ich war echt durch. Mann, war ich durch in der ersten Zeit. Aber dafür ist Tressa sehr niedlich. Ich freue mich auch sehr, wenn wir sie im FP dann vorkommen haben. Mhm. Das kleine Ungeheuer. Eini. Welches war nochmal ihre Haarfarbe? I don't know. Je nach Lichteinfall. Ist fein. Ist okay. It's just cartoony. Ich mach das schon. It's just toony titties. Ich mag diese Waschi-Sticker in diesen Büchern halt nach wie vor so gerne. Ich mag diese Waschi-Sticker sowieso generell. Ich befürchte, sie sind alle irgendwie zusammengeklaut. Ja, natürlich sind die alle zusammengeklaut. Sorry, aber ich finde sie irgendwie ziemlich cool. Ja, weil sie sind halt alle so vintage-mäßig. Wie aus so einer Polaroid-Kamera. Und auch so dreamy irgendwie. Mhm. So. Das meine ich mit diesem Vintage-Hazy. So surreal, aber auch... Einhorn-Tintenroller. Was ich noch sagen wollte, die geben mir so das Gefühl von einem Anime-Outro immer. Ja. Ja. Das bringt es sehr gut auf den Punkt. Das bringt es. Da habe ich halt sehr Tuni versucht und sie sind sehr klein, deswegen. Cool, da habe ich die Hälfte vom Skizzenbuch geschafft. Am 23.12., was uns einiges sagen dürfte, über was noch passieren wird. Spoiler Alert. Mhm. Die habe ich zu Weihnachten gekriegt von meinen Schwiegers. Oh. Sind hübsche Sticker. Die sind auch sehr hübsch, die Skizzen. Mhm. Ich mag auch Annie. Jane gerne. Silat sieht so handsome aus. Das kenne ich gar nicht von ihm. He is very handsome, wenn er sich daran erinnert, sich mal ein bisschen zu rasieren und zu waschen. Ja. Oh boy. Boy, indeed. Wer es lesen will. Ich hatte einen komischen Traum über Zombie-Apokalypse mit Viechern. Da kam der nämlich drin vor. War der good boy? War der good? Best boy TM. Oh. Ah, da geht's los. Wenn jetzt die Mugge, hört ihr die Mugge? Nun, All the Rainbow Pencils. Ja. Steht dran, welche sind. Much good. Oh ja, und hier habe ich mir die Gigantendinger dann doch noch geholt. Mhm. Weil ich mag sie doch sehr gerne. Ich muss sie mir nur mal in eine Federmappe tun, damit ich sie leichter benutzen kann. Obwohl, sie sind immer noch zu groß, selbst für unseren mechanischen Anspitzer. Aber wir haben inzwischen so einen Giganten-Anspitzer gefunden. Ich glaube, er ist von Kuhm. Warte mal. Kuhm. Summa cum laude. Das vielleicht nicht. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal erzählt. Aber gut, dass ich meine. Siehst du, ich habe jetzt meine Art-Supplies sortiert in meinem Art-Supply-Tisch. Also. Und den hatten wir am Anfang, das habe ich schon mal erzählt, bin ich mir sicher. Da war so ein Stopp-Blade drin, damit die nicht. So spitz werden für kleine Kinder. Spitz werden können. Es ist noch nicht mal für kleine Kinder.
Der ist sogar für solche Stifte, der ist auch von Kuhn. Den kann man. Aber ich glaube, die Intention dahinter ist, dass kleine Kinder ihre Jumbo-Stifte damit anspitzen, damit die sich gegenseitig die Augen ausstechen damit. Oder Mutti abstechen. Oder sich selber abstechen. War da so ein Stock drin. Genau, aber man kann hier die Schraube rauspulen. Ich glaube, das habe ich auch gar nicht erzählt. Das habe ich mal irgendwem geschrieben im Detail. Also, du kannst hier die Klinge rausmachen und mit einer kleinen Zange vorsichtig diesen Metallstopper rausnehmen und dann wieder reinschrauben. Sowieso immer gut, wenn er diesen Mini-Schraubenzieher Dreher euch mal so ein Set holt. Und dann hat meine Frau den hier noch bei Müller gefunden. Er ist auch von Kuhn. Aber die Müller-Nummer hilft euch wahrscheinlich gar nichts. Nee, also ich habe den bei Müller in der Schreibwarenabteilung gefunden. Ja. Und der macht die Spitze relativ lang und sharp. Ja. Das ist der einzige Anspitzer, den ich bisher gefunden habe, wo die überhaupt reinpassen. Ja, ich habe den auch auf so gut, Entschuldigung. Auf gut Glück geholt. Das ist halt auch so ein gigantisches Loch, da könnte man sogar die stabile Woody 3 in 1 drin anspitzen, wenn man möchte. Ja, das stimmt. Aber bei den Woody, bin ich ehrlich, bevorzuge ich den Originalanspitzer, weil der nämlich die Spitzen tatsächlich stumpf bei denen lässt. Die sind ja so mega weich, die schlonzen mir sonst überall hin. Ja, macht keinen Sinn, die so anzuspitzen. So, hier kommt jetzt dieser Teil mit, es tut mir so leid für das, was ich tun werde, weil ich war dann so, okay, du kannst das Jahr nicht beenden mit einem halben Skizzenbuch. Mit einem halben Skizzenbuch. Du musst das Skizzenbuch fertig haben. Und dann waren es halt noch 30 Seiten und ich saß so drei neben Tage. Ihr und hab gesäuft und gesagt, ja, okay, Schatz, tu es einfach. Ich war dann beschäftigt. Es sind auch gar nicht so viele hingeklatschte Sachen drin. Es ist viel groß gezeichnet. He is a good friend. Mhm. Ihm fehlt die Nase, aber he is a good friend. Mhm. Ja, ich fürchte auch, du wirst bei manchen noch was drüberlegen müssen. Nö, das ist okay. Ja, und Dilif. Ich finde halt, weil ich gerade schon so ein bisschen unten drunter geguckt habe, ich finde viele der abstrakten Sachen, die du da drin gemacht hast, eigentlich ziemlich cool. Mir hat es auch unglaublich viel Spaß gemacht, auch so mit Buntstiften. Das ist jetzt mit Tinte und dann Buntstifte dazu gemacht, so Regenbogenstift und experimentiert. Das hier mag ich. Das ist, wenn man auf der Vorseite die flüssige Tinte mit einem Taschentuch oder einem, wenn ihr das habt, einem Zewa-Tuch ohne Textur, was schwer zu finden ist, also das Taschentuch besser, das sehr so gut wie trockene dann zu tupfen. Du machst halt so nette Effekte damit. Ich habe so einen Softspot für sowas halt. A chunk. A unit. Auch das hier hat echt Spaß gemacht. Das ist auch mit Tinte und Buntstiften dann so Gradients reinzeichnen. Das Wachsmaler. Oh, die nächste Seite ist so süß. Ist auch Wachsmaler. Und buntstifte Gesichter. Ich mochte die aber auch gerne. Ich finde die so süß. Ja, und so kann man halt auch kreativ Seiten füllen. Und schnell. Ja. Und mit Verlust des Handgelenks. Das mag ich auch. Ein bisschen spooky. Inzwischen wüsste ich auch besser, wie man die Bäume stilisiert, aber es ist okay für die, was ich alles gezeichnet habe in den Tagen. Für die Verzweiflung, in der du dich befunden hast. Ja, korrekt. Yay. Ja. Let's draw a border. Ja. Ja. Bei wem tun sie das? Ja, es ist eine exzellente Frage. Für alle Leute nicht so. Ja. Holidays ist Hölle. Oh, die ist so süß. Ja, der Tag ist wirklich niedlich hier gefunden. Ich bin auch stolz drauf, weil selbst mit diesem ganzen Tag, ich war immer so am ersten Tag, die ersten Zeichnungen des Tages gibt es ja noch ein bisschen Mühe und dann kannst du machen, was du willst, um deine 10 Seiten pro Tag zu füllen. Die Sticker sind auch geil. Ja, das sind auch so Waschi-Sticker auf einer Rolle. Die sind wirklich witzig, die machen Spaß. Könntest auch die mal in so ein Gesicht reinkleben. Ja. Und dann so einen Körper dran malen. So ein Gesicht oder so mal, ne? So ein rundes. Ja. Und du bist dann so... Ja. Danke. Das mag ich. Ich mag die hier. Die Sachen, die mag ich sehr gerne. Danke, ich auch.
sind nämlich so Linien drin. Ja, die finde ich ziemlich cool. es wird halt immer mehr so Kreativität in dem Abstrakten. Das kannst du nur empfehlen. Ist sehr entspannt, macht Spaß. Another Chunky Friend. Bisschen Selfmade Kunsttherapie. Ja, genau. Chunk und Flasch. Flasch. Wenn sie zusammen ein Kind machen, dann ist es bestimmt Flasch. How desperate are you? Aha. Aber der Marienkäfer ist niedlich. Ich mag auch die Schlange. Die Schlange ist mein Liebling von der Seite. Die hier sind ein bisschen komisch, diese Washi-Sticker. Da weiß ich auch nicht, was mich da geritten hat, die zu kaufen. Ist halt so eigentlich gar nicht so das, was ich klebe. Naja. Das sind hier Stabilo Woody. Surrounded by Holiday Wieners. Holiday Wieners. Aber sie ist glücklich. Also. Mhm. Magiere. Ja. Oh, guck mal, es sind verschiedene Waschirollen. Da habe ich mit Goldstift dazwischen gemacht. Habe ich mir ganz doll Mühe gegeben, sie möglichst gerade übereinander zu kleben, damit es nicht auffällt, wenn ich dann dazwischen male, damit es fancy aussieht. Mhm. Wenn ich schon das Waschi so nicht kriege, mache ich es mir halt selber. Wow. Ich habe den vergessen. Ah, ich nicht. Ich habe ihn erst bestimmt auch so einen Freund von Karl-Heinz Augustus. Ja. Mhm. Aha, mehr abstrakt. Ist auch immer so schön. Ich bin dann immer hier rüber gewackelt an meinen Schreibtisch. Hab das Buch hingeflommt, hab Tinte draufgeschmissen. Und bist wieder gegangen. Ne? Und bin wieder gegangen, weil ich muss ja warten, bis es trocknet. Aber ich erinnere mich da auch noch dran. So, jetzt habe ich wieder an. Jetzt muss ich wieder ein bisschen warten. Ich gehe noch mal gucken, ob es trocken ist. Und hier habe ich halt das Gleiche gemacht, wie ich schon mal erklärt habe. Ne? Mit dem... Wenn ich jetzt Stock-Texturen verkaufen würde. Nein, das war nass. Es hat durchgedrückt. Ein bisschen. Ja. Und another friend. Mhm. Und der Regenbogenstift. Mhm. Na, guter Regenbogenstift. Ich glaube, das ist einer von den günstigen neuen. Mhm. Die Klassiker. Ich wollte sagen, der Klassiker. Mhm. Schon mal erklärt, wie das funktioniert? Bestimmt, aber es ist ewig her. Also, erklär es ruhig nochmal. Wir sind eh schon 44 Minuten dabei. Ja, also wer jetzt noch aufpasst, hat sowieso abgeschaltet. Nee, der ist einer unserer... OGs? OGs. Ich habe noch nicht gelernt, was das heißt. Was heißt das? Original Gangster. Seid ihr unsere originellen Gangster? Glaube ich jedenfalls, dass das das heißt. Das hat mir mein Chef erzählt, dass sein Sohn ihm das erzählt hätte. Hm, das ist die Frage. Hieß es das von Anfang an so oder heißt es nur jetzt einfach in der nächsten Generation so? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Also, auf jeden Fall, wenn ihr das auch mal machen möchtet, weil es macht sehr viel Spaß, dann nehmt ihr am besten ein Aquash, so einen Wassertankpinsel mit Wasser gefüllt und macht diese Form ein bisschen geschnuddeli-buddeli vor. Und dann nehmt ihr entweder, habt ihr noch andere Aquash, die gefüllt sind, Wassertankpinsel mit normaler Schreibtinte oder Ecoline. Oder ihr nehmt euch einen Pinsel und dann macht ihr noch sehr nass noch ein paar Linien dazu und dann fließen die mit Tinte. Und fließen die halt mit in das Wasser hinein, was schon vorher ist, und das ergibt dann diese Effekte. Mhm. Und das geht mit Tinte am besten, weil Tinte macht als einziges diese interessanten Verläufe und schmuddelt nicht komplett ineinander, wie Wasserfarben das machen würden. Ja, nee, so diese Sachen. Weil mit Wasserfarben würde das nicht funktionieren. Nee, die sind erstaunlicherweise zu dickflüssig und trocken dafür. Außer ihr habt flüssiges Aquarell. Dann funktioniert es natürlich wieder. Aber auch in den meisten Fällen, wenn das so hier von... Liquitex? Das sind meistens so Dyes, ne? Nee, es gibt inzwischen flüssiges Aquarell. Da sind inzwischen richtige Pigmente drin. Achso. Apropos. Ich kann euch ja mal erklären. Moment. Also, zum Erklären, was der Unterschied zwischen normalen Pigmente. Nee, es ist auch Pigmente. Also, ja, aber was wolltest du erklären? Ja, warum es Aquarell-Tinte gibt inzwischen. Aquarell besteht aus sehr dicken, schweren Pigmenten. Deswegen sind auch viele dabei, die halt dann auf dem Boden sich absetzen, in so Nooks and Crannies,
Mulden im Papier und dann gibt es Granulation dadurch. Normale Pigmente sind so, wie sie sind. Die sind halt auch ein bisschen schwer, die kannst du schwerer bewegen. Und gröber. Und gröber. Und es gibt jetzt auch so neue Pigmente, die sind ein bisschen wie so Sand. Und die hier ist das wie Mehl, ne? Ist so fein, aber auch, also so fein, aber auch ein bisschen klumpig, der hier. Aber das hier ist ja echt, das hält sich ja gar nicht am Plastik fest. Nein, kein Stück. Und da, das ist halt auch nicht hydrophobe Pigmente, das sind nochmal wieder andere. Die sind auch fein, aber die sind auch ein feiner Staub. Die sehen aus wie so ganz kleine Kugeln. Die sehen aus wie ganz winziger Sand. Und diese Pigmente kannst du halt auch gut zum Lasieren von Holz benutzen und so. Dafür sind die original gemacht worden. Aber dadurch, dass halt, ich sollte nicht labern, dass ich von euch weggehe. Moment, ich bin jetzt da. Aber dadurch, dass Schminke ja solche Sachen auch mitbekommt und so, wenn da so Innovationen auf dem Markt sind, haben die das dann auch für sich umgesetzt. Und das, die sind halt wirklich leicht zu machen, aber geht nicht nur mit Wasser. Außer ihr wollt Holz rasieren, dann ist egal. Dann könnt ihr einfach draufschmeißen, weil dann bleiben die Pigmente, die da in dieser speziellen Emulsion sind, einfach drin. Technischer Exkurs zu Ende. Hier rede ich nochmal über das, was ich schon mal sagte mit Umzüge sind Depression. Mehr Sticker. Ich glaube, hier habe ich das auch mitbegriffen, dass wenn ich Sticker reinklebe, dass ich kleine Lücken füllen kann. Das kann so einfach sein. Ja, nicht wahr? Und Jane. Das habe ich, weil ich dachte, die letzte Zeichnung des Jahres kannst du dir noch mal ein bisschen Mühe geben. Da habe ich auch diese Magic 3 in 1 von Kuinor genommen. Ja, diese großen dreieckigen Chonky-Dinger. Ja. Und verblendet. Ja. Dankeschön. Wir haben es geschafft. Dankeschön fürs Zuhören. War schön. Die nächsten Skizzenbücher werden witzig. Tschüss.